leitende Oberarzt der zentralen Notaufnahme im Klinikum Augsburg. Wir sind eine der größten Notaufnahmen in Deutschland und sicherlich eine der größten zentralen Notaufnahmen, in der interdisziplinär gearbeitet wird. Nach 7 Jahren der Universitätsklinik und dort meiner Facharztausbildung war ich eigentlich motiviert, weil es einer der letzten Orte neben der Intensivmedizin ist, wo man wirklich als Generalist arbeiten kann, wo man die gesamte Medizin kennenlernt und in der ganzen Medizinarbeit und jeden Tag das ganze Spektrum der Medizin geboten bekommt. Was vielleicht nicht ganz üblich ist, insbesondere in maximalversorgenden Häusern, aber wir halten das für sehr sinnvoll, dass auch schwerstkranke Patienten in der Notaufnahme diagnostiziert werden, die erste Behandlung stattfindet und dann zielgerichtet der richtigen Station zugeführt werden. Die einzige Ausnahme, die davon machen, sind die Patienten mit ST-Hebungsinfarkten. Die gehen direkt ins Herzkatheterlabor. Das hat sich so bewährt. Aber alle unklaren schwerkranken Patienten gehen erstmal zu uns. Und das führt auch dazu, dass wir bis zur Herz-Lungen-Maschine, die wir auch in der Notaufnahme einbauen, wenn es sein muss, um den Patienten erstmal zu stabilisieren und die zielführende Therapie einzuleiten. Der Ultraschall ist für uns ein ganz wesentliches Steckenpferd aus 2 Gründen. Zum einen ist es eine hervorragende, frühe, schonende Diagnostik für den Patienten. Ultraschall ist aber auch für unsere Assistenten wichtig. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Assistenten früh eine sehr gute Ultraschallausbildung bekommen, eine breite. Und sie lernen nicht nur die Notfallsonographie im Rahmen der primären Stabilisierung, sondern lernen auch eine internistische Sonographie, die erforderlich ist für die Facharztausbildung. Der Facharzt von Notfallmedizin ist sicherlich in Deutschland noch Zukunftsmusik. Aber was wir anbieten könnten, ist 3 Jahre Weiterbildung in der inneren Medizin, 3 Jahre Weiterbildung in der Allgemeinmedizin. Aber auch Kollegen aus der Anästhesie können 1 Jahr bei uns arbeiten und das für ihre Weiterbildung nutzen. Wir haben auch Kollegen aus der Bauchchirurgie, die bei uns arbeiten. Und im Rahmen des Common Trunks auch Kollegen aus der Herz-Thorax-Chirurgie. Das heißt, wir bieten vor allem Weiterbildung für innere und Allgemeinmedizin. Aber auch vorübergehend nehmen wir gerne Kollegen, die sich in der Notfallmedizin weiterbilden aus anderen Fachdisziplinen. Die Kollegen können bei uns Notarzt fahren. Sie lernen interdisziplinäres Denken. Sie arbeiten nicht nur im interdisziplinären, sondern auch im interprofessionellen Team mit dem Pflegepersonal gut zusammen. Und sie lernen Notfallpatienten, bei denen am Anfang nicht klar ist, welche Fachrichtung eigentlich zuständig ist, richtig zuzuordnen. Und quasi den ersten Schritt zum interdisziplinären Notfallmediziner können sie hier erlernen. Also Teamfähigkeit ist für uns was ganz Wichtiges. Man muss offen sein. Man muss offen sein, in dem interprofessionellen Team zu arbeiten. Man muss auch dem Pflegepersonal hier, dem sehr erfahrenen, guten Pflegepersonal, gut zuhören. Von denen kann man viel lernen. Wir arbeiten im Dreischichtsystem, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Dementsprechend brauchen wir Leute, die da bereit sind, sich darauf einzulassen. Die Uniklinik, der sehen wir sehr positiv gegenüber eingestellt. Da freuen wir uns darauf, dass die Universitätsklinik kommt. Zum einen hoffen wir, dass sich unser Personalschlüssel ein bisschen verbessern wird. Zum anderen hoffen wir, dass wir in Zukunft als zentrale Notaufnahme einer Universitätsklinik auch eine Akademisierung der Notfallmedizin weiter vorantreiben dürfen mit jungen, motivierten Mitarbeitern.